Servus beieinander, ich bin's da, Badwood. Und ich, euer Zockkopf. Und wir sind wieder bei Payday 2. Nachdem es beim Zockkopf ein paar Probleme gab, jetzt hat er wieder alles unter Kontrolle und glaub mir, er ist schon ein Profi-Bankräuber geworden, wobei das war er ja schon in GTA. Tja, natürlich. Easy going, also. Ich stehe immer in der Statistik, also es gibt nie irgendwann, wann ich nicht mal drin stehe, ich stehe immer unter außer Gefecht gesetzt. Aber er hat die coolste Maske von allen auf, das ja, das auf jeden Fall, ne, das ist schon klar, der Badwood ist ein Perversling und ich bin halt Killer. Ja, die Maske habe ich neu. So schaue ich aus, wenn der Zockkopf sagt, ich war böse. Ah, ich könnte noch Perks verteilen, Baby. Könntest du noch? Ja. Du hast mitgekriegt, dass du auch bei den Perks, wenn du sie mal verteilt hast, ein bisschen auf R2 und L2 drücken kannst. Beziehungsweise auf L2, da wird das Ganze dann zusammengerechnet. Dann kannst du das nochmal individuell auf Fähigkeiten verteilen. Ach so. Ja, okay, das wird so lange jetzt dauern fürs Video, da muss ich mich ja mal durchlesen und so. Na, so ist ja nicht. Wow. Und wir sind sogar zu viert. Nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht die coolste Maske hier. Die war cooler, finde ich, mit seiner Maske. Ja, die Wolf-Maske hatte was. Ah, jetzt sind wir zu zweit. Ja. Perfekt. Dann geht mal Kamera. Ja, na, Spaß. Schauen wir einfach mal, wir probieren es einfach mal. Versprechen können wir nichts. Vor allen Dingen, das ist jetzt mal ein Überfall, der geht 2 Tage. Und es ist auch schwer. Es gibt zwar mehr Erfahrungspunkte, aber es kommen auch noch schwere Einheiten, die besser gepanzert sind. Das ist kein Problem für einen Zockkopf. Deswegen gibt es auch nach der ersten Mission noch kein Geld. Und da sieht man eben, wie ich schon im Zockkopf gesagt habe, wenn man links den Schauspieler sieht, der kommt einen aus Breaking Bad bekannt vor. Ich wollte schon sagen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, lieber doch nicht. So, wir befreien jetzt Hoxton. Das ist ein Charakter aus dem ersten Teil. Deswegen fangen wir gleich mit Maske an. Wow, da war's nämlich. Weil da liegt Hoxton. Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ah, da ist noch ein Bulle. Es geht hier gleich ziemlich ab. Okay. So, aber er weiß, wo es rausgeht. Okay. Okay, er geht durch die Tür. Kann ich da durch? Ne, da kann ich nicht durch. Okay, warte. Oh, müssen wir den Fluchtwagen fahren? Wir müssen den Fluchtwagen begleiten nur. Und müssen die Straße frei halten. Komm. Wow, vor irgendwo links, rechts und so, überall. Ja, das ist jetzt ziemlich. Oh, ist doch nicht easy hier, das ist nicht easy. Das ist nicht easy, ne? Okay, warte ich nicht. Vor allem, weil die Einheiten nochmal stärker sind jetzt. Also, die brauchen mehr Schüsse, glaube ich sogar. Ah, oh, nicht bei mir, ich mach die easy going. So, wir müssen immer den Wagen begleiten und die Absperrung vernichten. Das ist genau das, was ich tue, was ich kann, was ich geübt habe hier in der Simulation. Also, Re-Life. Aber was denn? Was will er denn? Ah, Gott. Kommt ein neuer Spieler.
Jo. Den können wir auch brauchen. Perfekt, perfekt. Was will er? Genau, du musst dem Wagen sagen, er kann weiterfahren. Oh, da kommen wir her. Und noch einer. Hammer! So, ich hab den ins Knie geschossen, aber du bleibst tot. Das war schon die Mission, die man bei mir im zweiten Video sieht, aber jetzt mit dem Vorkopf. Und da war sie noch nicht auf schwer. Schande, Schande, hey, ich hab jetzt keine Lebensenergie mehr. Ich bin hier echt gearscht. Ja, eine Mission, wie gesagt, die haut rein. Oh, da ist eine Baustelle. Ja, was will er jetzt von uns? Oh, da liegt jemand. Ja, ich geh rein zurück. Oh mein Gott, zu viele, ich renn doch nicht zurück. Ich lass ihn liegen. Ja, dann geh du zur Baustelle, ich helf ihm. Na, ich bin eh, das macht nur Spaß. Hast du ihn jetzt? Und ich hab ihn. Ich hab ihn. Lass mir auch, ja, du hast ihn schneller. Ich bin gleich tot. Oh, jetzt lieg ich am Boden. Oh, jetzt liegen beide da. Verdammt, warum bin ich weggegangen? Ja, oh, ich bin tot. Nee, noch nicht. Ich kann mich nur noch umsehen, ich kann nicht mehr schießen und gar nichts. Kann mich nur in den Kreis drehen. Ich muss ja schon den einen habe ich noch. Gut, das geht sich aus, definitiv geht sich das aus. Ich habe noch 15 Sekunden. Ah, du bist auch oben, okay. Oh, perfekt. Perfekt, ja. Okay, gut. Das passt. Okay, das Auto ist auch wieder ein Stück weiter. Wow, ich sehe dir ja nichts schießen, das ist das Problem. Au, da ist noch ein Sniper da vorne. Da irgendwo schießt dann auf mich und ich sehe ihn nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ja, ist er vielleicht. Ich probiere mich vorzuarbeiten zum Sniper, aber... Ah, ich habe den ins Knie geschossen. Jetzt schieße ich in den Arsch, jetzt schieße ich in die Hüfte. Du stehst doch immer. Was soll denn das? Jetzt gebe ich dir mal einen Pieks ins Gesicht und du bist tot. Oh yeah, oh yeah. Was haben wir hier? Nette Autos, gut. So, ich muss hier kurz nur... Oh nein, das hat keine Kasse, da gibt's nichts. Das ist Wahnsinn. Schau mal. Au! Verkackte Kacke, Leute. Ihr seid schon so weit weg und ich bin noch da hinten. Ich bin echt tot. Okay. Na, mit Konzentration. Ich steck hier fest. Schau mal, bin ich jetzt blöd, den Polizisten zu erwischen? Geht doch. Da hinten, da hinten. Zack. Na, no, ich muss nachladen, habe ich nicht gesehen. Verdammt. Okay, mach dir den Spot-Transporter schon weg. Gut. Ja, die sind dabei. Die müssen ihn noch aufbohren. Verdammt, dass man sowas aufbohren muss. Gut, da liegt doch irgendwas. Da ist ein Bulle. Ach, Munition, gut. Das dauert jetzt noch 20 Sekunden. Das kriegen wir hin, oder? Das schaffen wir doch. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das schaffen werden. Nee, ich werde sterben vor Ende. Nein, nein, nein. Oh, da liegt Munition. Auf der anderen Straßenseite. Da, wo ich gerade bin. Nein, nein, ich meine, das sind Leute. Ach so. Das meinst du? Ja. Hab ich. So, wie lange dauert das noch? Oh, gut, ich fahre ihn weg. Perfekt. Stehe ich da gerade im Weg, oder? Oh, von wo kommen die Schüsse? Aua, von wo kommen die Schüsse her? Muss ich jetzt aufstehen, damit ich halt so gut. Ach, von oben! Wo? Aha! Von der Terrasse da. So, gib dir mal bitte wer Bescheid. So, fahr los! Okay, er fährt weiter. Ja, warum kann der uns nicht mitnehmen? Also ist er nicht so, als hätte er keinen Platz drin. Ja, warum können wir auch nicht so ein SWAT-Auto mitnehmen, wo eh schon die Tür offen ist, gell? So ein gepanzertes. Ja, denk mal drüber nach, Gewisser. Ist
Es liegt vielleicht in uns, wir haben Platzangst oder so. Ah, oh, es sieht mir nach fast zu. Oh, ich stehe direkt vor Polizisten. Au, 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 au. Oh, warte, wo? Ah, da. Ah, gut, ich sehe euch. So, ich mache hier mal das Tor auf. Wow. So, dann können wir nämlich zumindest in die Tiefgarage abhauen. Perfekt. Dallas, I thought we were pals. Does a pal leave his BFF in jail? Wanker. Sehr gut. Soll jetzt in die Tiefgarage jetzt nochmal abgehen, aber das Straßenteil wäre geschafft. Gut, das ist gut. Und hier unten sehe ich schon wen. Oh, da sehe ich schon einige. Okay, der eine knackt schon mal die Schlösser, ist schon sehr gut. Wow. Wir müssen nämlich hier den Kontrollraum finden, um die Pöller hier nach unten zu tun. Das heißt, wir müssen jetzt irgendeine Tür finden. Da kommt noch wer. Ja, ich sehe es gerade. Gut. Da stehen noch zwei. Ach Gott, das sind drei. Verdammt! So, jetzt wechsle ich auf meine Hauptwaffe. Hier unten. So, der Kontrollraum. Wo könnte denn der sein? Irgendwo in der Mitte, oder? Wow, hier kommt eine ganze Armee wieder. Ich renne natürlich voll rein. Ja, warte, ich bin neben dir. Ah, den hast du schon. Gut. So. Es sind mehrere kleine Türen und überall dahinter konnte der Kontrollraum nämlich sein. Okay, dann gucken wir hier nach. Ja, schauen wir mal hier. Lass es knacken. Oh, ich habe ein Parkticket eingesammelt. Oh, verdammte Kacke. Wow, jetzt sind da ur viele bei mir. Was soll denn der Käse? Okay, hier sind keiner. Hier ist keiner. Ich bin voll im Eimer. Oh, verdammt, ich lieg schon. So viele auf einmal. Okay, wer mich zu dir kommt. Wie mich noch umbringen will. Oh, kommen die überall her? Ich auch gleich, wenn es so weitergeht. Noch bist du nicht tot. Noch lebe ich und bin in deiner Nähe. Ich sage, ich bin tot. Ich rette dich, ich opfer mich. Oh, Munition alle. Au, ich liege gleich, verdammt. Gut, ich bin tot. Oh, fuck. 3,5 Minuten. Du bist in Haft, nicht tot. Ich weiß, ich sag halt, ich bin tot. So, ich lieg da, bei mir ist kein einziger Bulle gerade im Moment. Ah, doch, da kommt einer mit Schild. So, ich schmeiß noch eine Granate. So, Batz. Ja, wir können nichts mehr signalisieren, wir sind jetzt weg. Oh, was? Ich brauche hier 1,40 auf einmal, bis ich wieder da bin. Das ist eh gut, ich habe 3,5 Minuten. Okay. Was? Oh nein, der eine ist runtergefallen. Ich muss gleich husten. Warum? Überleb, bitte überleb. Du bist die einzige Hoffnung. Der muss sich irgendwo verstecken. Niemals. 1,20, versteck dich hinter das Auto, beweg dich nicht. Geh in den Raum. Nein, nicht darunter springen. Was machst du? Oh, nein. Er probiert zu denen zu kommen. Oh, er schafft's. Ist gut, aber. Die schaffen das vielleicht noch. Ja. Die schaffen das echt noch. Das war aber echt knapp bei den anderen. Eine Sekunde und der wäre weg. Oh ja. Doch gut, er steht. Oh nein, jetzt wurde er getasert. Ich glaub's nicht. Ich hab mir gedacht, das ist so. Er verharmt sich in der Super Saiyajin oder so. Ich bin in 49 Sekunden wäre ich wieder da. Wie viel? 44. Okay, ja, ich noch 2 Minuten. Ich glaube die 2.
schaffen das ohne uns. Wir haben noch anderes Level als ich. Ich bin Stufe 7 oder 8. Ja, ich sehe gerade, der eine hat 79 und der andere 43. Die sind sogar stärker wie ich, um einiges. Ja, die schaffen das. In 9 Sekunden bin ich wieder da. Vielleicht erlebe ich es noch mit, die Flucht. Also ich nicht. Wenn das jetzt schnell geht, dann schaffe ich es nicht. Ja, ich komme wieder. Ja, ich darf mitmachen. Na, vielleicht darf ich auch noch mitmachen. So, eine Minute noch. Fucking hell, lad. Think about going straight. You don't want to be around Hazelton on Thursdays. Two words. Ja, ich könnte jetzt die zwei aufhalten und könnte jetzt einfach draußen stehen bleiben, wenn ich fies wäre. Nein. Nee, wir schaffen's, oder? Ja. Du bist ja beim nächsten Mal dabei. Das war ja erst Nummer 1. Weil jetzt erst schwer. Ich hab gar nichts bekommen. Nee, du bekommst auch hier noch nichts, weil das war ja noch nicht der Payday. Das war jetzt nur der erste Tag. Gut. Ich verstehe. Shouldn't have been there to begin with. Someone set me up, I'm sure of it. The feds are too much on me. Way more than those mingebag wankers could do. Someone ratted. Someone fucked me. And I'm gonna find out who. Ja, die zwei haben auch eine bessere Rüstung an wie wir beide. Ich könnte zwar meine wechseln, aber. Na ja, gut, wobei jetzt einmal wechsle ich sie jetzt kurz. So, los geht's. Gut. Jetzt gehen wir quasi ins FBI-Quartier, löschen seine kriminellen Daten und unsere. Okay. Hey. Perfekt. So. Aha. Gut, dann habe ich Headshot gegeben. Der guckt sich nur weg. Hier gibt's kaum Geiseln, ein paar vielleicht. Naja. Sekretärin und so, ne? Genau. Ich versuche das echt konzentriert zu machen und ich krieg's nicht hin. Oh, wow, da kommen schon mal gleich ganz viele von oben. Ich geh mal hoch. Oh no, verdammte Kacke, nein! Sind die Geiseln schon alle weg? Was, verdammte Kacke, nein? Ich hab ne Geisel getötet. No. Das heißt, du kriegst weniger Geld. Und ich glaube, es zieht ja auch von den Erfahrungspunkten ab. Ja, der Typ stand in der Geisel drin. Was soll ich denn tun? Wow! Special Commando, super Musik, actionhafte Musik. Ich fühle mich echt wie gleich wie Chuck Norris. Jetzt zeigt er alles gleich. Nach vorne. Da gibt es bestimmt auch irgendwo eine Karte. Mit mir leicht dabei. Geisel. Geisel, das ist aber nicht sehr einschüchternd. Du Schwein, du! So, ich hab auch eine. Und der hier auf dem Boden. Tosse. Ja, genau. Kabelbinder dran und easy going Schnitzler, ich sag, du Schwein, du, ich hab kein Kabel in der Mitte. Okay, verteile die Leitstelle, dann machen wir das nochmal. Ah, der ist drinnen, okay. Wir kommen hier nicht rein, okay, perfekt, ich bin raus. Gut. Ah, wir brauchen eine Schlüsselkarte und dann könnten wir die Tür finden. Boah, da wollte ich messern. Du Schwein, ich piekse ins Gesicht. Mach weg. Ich muss nachladen. Oh, no. Du bist tot.
Oh, da oben. Das jumpt halt einfach runter, ist ja wahnsinnig. Wow, irgendwer schießt auf mich. Oh, von oben, von oben, von oben, von oben. Okay, cool. Okay, okay, komm. Der lebt noch. Dann verteidigen wir mal die Leitstelle. Der lebt immer noch. Kacke, kacke, der lebt immer noch. Was ist denn da los? Oh, da hinten stehen zwei. Drei. So. Sind wir jetzt nicht mehr. Dun, 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 dun. Wow! Oh, da kommen auch wieder viele. Special Einsatzkommando, ich werfe eine Granate runter. Keine Ahnung, ob ich ihn mal erwischt habe. Tja, die sind aber wie Chuck Norris, weißt du, die lachen dann nur. So, Brandos kickt und die Granate dreht sich rückwärts runter. Auf irgendwas, keine Ahnung. Oh, verdammt, verdammt. Autsch, 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 autsch. Okay, jetzt soll ich alles. Was will er jetzt von mir? Oder von uns? Wir sollen da runter, okay. Oh, hier ist noch eine Geise. Musik. Runter. Und. Ja, Warnhinweis. Die Verbindung zum Host wurde abgebrochen. So, wir sind unterbrochen. Okay, oh, verdammte Kacke. Nachzügler. Okay, Leute, das war's für mich. Der Band wird wahrscheinlich noch weitermachen. Ich habe keine Ahnung. Nur ich kann nicht, weil ich... Lass mich nachladen, seid fair. Ah ne, mein verkacktes Internet hat sich wieder umgestellt von... Verdammt. So. Was, die befreien Zivilisten? Wo? Mit der Bad wird das alleine weitermachen müssen. Ich bedanke mich. Nein, und sag tschüss, keine Zivilisten befreien. Die habe ich jetzt gerade festgenommen. Tschüss. Ihr Pisser.